Hi, ich bin Maggie von Shirty und ich zeige dir heute, wie du deine Designs aus dem Shirty Shop in Shopify nutzen kannst. Du verkaufst bereits deine designten Produkte in einem Shirty Shop oder auf dem Shirty Marktplatz und möchtest nun den nächsten Schritt gehen und diese auch in Shopify verkaufen? Damit du deine Produkte nicht neu anlegen musst, zeige ich dir, wie du deine Shirty Produkte zu Shopify bekommst. Dazu bereiten wir in Shirty erst einmal alles vor. Um die Verbindung zu Shopify herstellen zu können, müssen wir in Shirty einen Shop erstellen, der uns quasi als Transfershop dient. In Shopify brauchen wir nämlich später eine Store-ID. Wenn du bereits einen Shop eingerichtet hast und einfach alle Produkte daraus für Shopify nutzen möchtest, kannst du diesen Schritt einfach überspringen. Unter Shops klickst du auf Neuer Shop. Oben gibst du einen Namen für den Shop ein. Ich nehme jetzt einfach Transfershop. Zum Schluss, ganz wichtig, eine URL eingeben, ohne kann der Shop nicht erstellt werden. Dann noch speichern und schon ist der Transfershop fertig. Jetzt gehen wir in die Einstellungen des Shops. Dazu gehen wir zurück in die Ansicht meines Shops und drücken bei dem Transfershop auf das Zahnrädchen. Unter Shop Campaigns siehst du jetzt natürlich noch nichts, aber das ändern wir jetzt. Klicke auf den Reiter Add Campaign. Hier findest du jetzt alle deine Designs. Über Add kannst du jetzt alle Kampagnen, die du später in Shopify haben möchtest, hinzufügen. Jetzt gehen wir rüber zu Shopify. Wenn du noch keinen Account hast, musst du dir natürlich einen anlegen. Ansonsten loggst du dich ein. Jetzt brauchen wir die Shirty App. Dazu klickst du auf Apps, einfach nach Shirty suchen, App hinzufügen, installieren und schon kann es losgehen. Über diese Maske meldest du dich jetzt mit deinen Shirty Shop Anmeldedaten an. Unser System erkennt automatisch, dass es zu den Anmeldedaten schon einen Shirty Shop Account gibt. Wichtig, wenn du eine andere E-Mail-Adresse zur Anmeldung nimmst, kann keine Verbindung zu deinem bestehenden Shirty Shop Account aufgebaut werden. Stattdessen wird dann ein neuer Shirty Cloud Account angelegt. Hier siehst du jetzt die Shop-ID von deinem Shirty Shop. Öffne das Dropdown-Menü und wähle den Shirty Shop aus, den du mit Shopify verknüpfen möchtest. Ich habe ja extra den Transfershop angelegt, also wähle ich ihn aus. Du kommst jetzt zur Übersicht Products und siehst hier schon den Button Get Products from Shirty. Da klickst du jetzt drauf. Deine Produkte aus dem vorher ausgewählten Shirty Shop tauchen zwar jetzt auf, sind aber noch nicht importiert. Wähle jetzt die Produkte aus und klicke auf Import Update to Shopify. Deine Produkte werden jetzt importiert. Wenn du jetzt neue Produkte erstellen willst, machst du das weiterhin in deinem Shirty.com Creator. Also genauso wie vorher auch. Du kannst beim Erstellen des Artikels schon einen Shirty Shop auswählen und bestimmen, ob dieses ausschließlich für deinen externen Shop, also Shopify, angelegt werden soll. In Shopify klickst du nun wieder auf Get Products from Shirty und importierst die Produkte über Import Update to Shopify. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schau dich auf unserem Kanal um, da haben wir noch mehr Videos wie dieses. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.